Etwa an diesem Punkt der Flugroute hat dich der Japaner gebeten, mit ihm Platz zu tauschen. Das war auch eine gute Idee von ihm. Ja, das finde ich auch. Ein amerikanischer Traum. Wirst du abgeholt? Nein. Wo verabschieden wir uns denn? Gar nicht. Ich danke dir, dass du auf all das verzichtest, was eine solche Situation gewöhnlich sehr schwierig macht. Dafür danke ich dir auch. Schau raus. Schau raus, die Erde hat uns gleich wieder. Man kann nicht endlos schweben. Geworden. Ja, Kalifornien. Herzlich willkommen, mein Liebling. Ich soll dich grüßen von den Indianern. Oh. Und den Rest gibt's zu Hause. Alles gesund und munter? Alles gesund und munter. Schön. Und dass du es auch wieder bist, das ist das Allerschönste. Aha. Hast du eine Ahnung, du? Meine Ergebnisse sind glänzend. Oh, wie schön. Naja, aber wie ich unsere Bürokratie kenne, werde ich noch eine ziemliche Zeit der Rekonvaleszenz vor mir haben. Na, da täuscht dich mal nicht. Römer checkt dich noch mal durch, wie es die Vorschrift erfordert, und dann musst du ran. Ja. Ja, Brecken treibst mit aller Macht nach Tübingen. Ach. Passt dir das jetzt auch wieder nicht? Oh, doch. Du hast dir nicht gerade oft angerufen in der letzten Woche. Ja, vorgestern habe ich doch angerufen. Ja, aber die Tage vorher. Du, Christa, ich muss was loswerden. In den Monaten meiner Arbeitslosigkeit habe ich mich sehr oft sehr blöd benommen, glaube ich nicht. Ich möchte, dass du mir das verzeihst. Das ist lieb, dass du das sagst. Ich habe aber auch wirklich manchmal wenig Verständnis für dich und deine Situation gehabt. Es gehört schon wirklich sehr viel Dummheit dazu, nach Hause zu kommen und pausenlos von der Klinik zu erzählen. Ich hätte es ja wissen müssen, nicht? Wie das ist, wenn man nach Hause kommt, man einen Gesprächspartner sucht, und der war ich natürlich nicht. War sehr schlimm. Nur manchmal. Na komm, Benjamin wartet auf dich. Liebe Frau Michaelis, Ihr Essen war wieder einmal ein Gedicht. Danke. Und vor allem der Nachtisch. Das findest du doch auch, nicht? Na, siehst du. Jetzt weiß ich, warum ich wieder in Deutschland bin. Das ist ja unverschämt. Ich hab's nicht so gemeint. Ah ja, Kinder, also bis auf die letzten 8 Tage war es eine gewaltige Tortur.
Und letzte Woche hast du den Grand Canyon besucht? Ja. Ja, das ist ein ungeheures Stück Natur. Hier könnten wir doch mal in Urlaub hin. Ja, warum eigentlich nicht? Ach, ich muss ein bisschen laufen. Claudia? Ja. So, ganz Spaß. Ja. Zwei, wir gehen jetzt erstmal in die Haie. Hm? Schlafen. Ja. Gut. Upsala. Zufrieden? Oh ja, sehr. Hast du ein Programm für morgen? Hast du Dienst? Ja. Ja, ich glaube, ich werde mal zur Hütte wandern. Ne? Oh, das ist eine gute Idee. Da war schon lange niemand mehr oben. Im Übrigen hoffe ich, dass wir sehr viel Zeit füreinander haben. Ja, das hoffe ich auch. Soll ich dich ein Stück mitnehmen? Oh nein, ich gehe quer durch die Wälder. Aber du kannst mich am Abend abholen. Och, ich habe doch heute Abend Bereitschaftsdienst. Du hast Bereitschaftsdienst, na ja, gut. Also gut, dann übernachte ich in der Hütte und komm morgen früh wieder. Mhm. Gut. Aber bitte gib keine Vermisstenanzeige auf, wenn ich erst am Abend zurück bin oder Mittag. Grüß dich. Gemacht. So, und wir werden jetzt anständig frühstücken. Ja, was willst du haben? Schinken, Wurst, Butter? Oh, na, nicht das Fuß fressen. Nein, 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 komm. Kriegst du ein Butterbrot. Komm, mal kosten. So ein bisschen. Mmh, ist das gut. Und vielleicht eine Wurst auch? Ein kleines Stück Wurst? Magst du kosten? Nein? Na, dann isst der Papi. Mmh. Tja. Nächste Woche bin ich dann wieder zu Hause in Braunschweig. Ja, ja, alles Schöne geht auch mal vorbei. Aber nicht zwischen uns. Hm? Na, selbstverständlich nicht. Also zuerst war ich ja sehr unglücklich, mir ausgerechnet im Urlaub ein Knöchel brechen zu müssen. Genau. Aber als ich dann dich kennenlernte. Na ja, falls du keine Anstellung als Arzt in Braunschweig findest, versuche ich mich als Steuerberaterin hier niederzulassen. Ja, ja, eins von beiden wird schon schief gehen. Wie meinst du das? Ja, eins von beiden wird schon klappen. Ja. Oh, da kommt meine Kollegin. Ich muss ihr den Dienst übergeben. Frau Michaelis! Ja, Herr Professor? Wem gehört denn dieser Pullover hier? Ja, gehört er denn nicht Ihnen? Nein. Ach, dann kann das nur der von Dr. Vollmer sein. Er hat ja angerufen deshalb, aber Frau Doktor konnte sich nicht mehr erinnern. Na, dann nehme ich ihn gleich mit. Nein, nein, danke, danke. Schübel. Ich hatte ja von ihm erzählt. Hat er denn Familie? Eine Frau. Wie viel ich weiß.
mit der er angeblich in Scheidung lebt. Aber von Kindern weiß ich nichts. Komm her. Wer ist das? Ah, das ist der junge Brinkmann, Sohn vom Chefarzt. Och Gottchen, Dieter, schaufel doch den Kuchen nicht so rein. Nimmt ihn doch keiner weg. Aber ich hab Hunger. Ach komm, aber nicht so viel. Naja, aber es kann doch nicht so schwierig sein, hier eine einigermaßen vernünftige Wohnung zu finden. Angelika, was heißt denn einigermaßen vernünftig? 5 Zimmer, mit allem drum und dran, soll uns doch sagen. Ist doch für immer. Danke. Bitte schön. Ja, nee, als Arzt ist Schübel schon in Ordnung. Nur mit seinem Privatleben hat er momentan ein paar Probleme. Du kriegst die Tür nicht zu. Wer ist denn das? Anja Krischle, eine Laborantin von uns. Das heißt, sie hat auch was mit Schübel. Lass uns doch da hinten hinsetzen. Na, aber warum denn da hinten? Hier ist es doch viel gemütlicher. Was ist denn mit der? Mit wem? Mit der jungen Frau, zu der du da drüber schaust. Angelika, ich guck zur Tür, wenn endlich mein Cognac kommt. Kennst du den? Wen? Na, den. Schräg gegenüber. Warum gaffst du den immer an? Quatsch, das ist ein Arzt aus unserer Klinik. Und warum hast du ihn dann nicht gleich gegrüßt, als wir an den Tisch kamen? Weil ich ihn nicht gleich gesehen habe. Mensch, Volker, fängst du schon wieder damit an? Du, wenn du nicht dauernd fremde Männer anmachst, fängt gar nichts an. Hey, Anja, wo willst du hin? Anja, ich habe doch gar nichts gemacht. Moment mal, Sie haben ja noch gar nichts bezahlt. Nee, wir haben ja auch nichts angerufen. Sie haben auch bestellt. Gut, wie viel? 16,80 bitte. Hier, stimmt so. Das ist schon merkwürdig, wie sich manche Leute benehmen. Das kann man wohl sagen. Bitte bezahle, ich möchte auch gehen. Doch noch ein Stück Kuchen. Kriegst du zu Hause, komm. Fräulein, zahlen bitte, ja? Sie sahen ein anschauliches Stück mit dem Titel Eine deutsche Familie. Regie führte das Leben selbst. Vor ein paar Jahren, heißt es, hast du selbst in solchen Stücken mitgespielt. Ich? Da habe ich dich noch nicht gekannt. Oh, du. Außerdem wäre mir das jetzt viel zu anstrengend. Hey. Hast du den Schnupfen geholt? Scheint so. Gehen wir nach Haus. Zahlen bitte. Gescherei. Ich beiß ja nicht. Hier hinten ist ja Platz für zwei. Machst du einmal Station da, der Durchreise? Ja, ja, gelegentlich schon. Ja, und sonst noch was. Vielleicht eine Feier im Kamin, dass man Rauch von weitem aufsteigen sieht. Möchtest du nicht den Rucksack runter tun? Ja, mach ich. Zieh mal deine dreckigen Schuhe aus. Du siehst da herin, es ist sehr sauber. Ja, ich sehe. Guck mal, das ist super. Du kannst auch was davon haben. Na schön. Scheiß wieder heute. Ja, ich bin ganz schön nass geworden. Da hinten ist eine Dusche. Sogar warm. Ah ja, natürlich. Hey, du spinnst aber ein bisschen. Warum denn? Wir benutzen nur eigene Wäsche.
Ja, aber ich muss mich doch mit irgendwas abtrocknen, nicht, oder? Gar nichts musst. Bist du nur Anfänger, was? Ja. Dann machst du ab sofort dahin nur, was ich dir sag. Ist das klar? Ja. Mich nehme ich nicht zum letzten Mal da übernachten heute. Mensch, überleg doch einmal, die Besitzer von der Hütte da, bestimmt pickfeine Pinkel, die merken doch gar nichts von meinem Besuch. Und warum? Weil ich mich anständig benehme, immer aufräume, keine Bettwäsche benutze, bloß eigene Decken, das Geschirr immer sauber abspül und höchstens zwei, drei von den Konserven klau. Halt immer Ordnung halte. Ja, wenn ich mich schlecht benehme und die merken was, was dann? Dann mache ich die Bude womöglich einbruchsicher. Na und? Naja, das. Das leuchtet mir ein. Ich sag's, das schreib mir. Sag mal, du warst schon oft hier, nicht? Ja, ja, immer wenn ich auf der Route Freiburg-Stuttgart unterwegs bin. Ja, es ist ja eigentlich eine Chance, wie oft so eine schöne Hütte unbenutzt herumsteht. Wahrscheinlich verbringen die Besitzer höchstens zwei oder drei Wochenenden. Komm, setz dich hin. Ja. Die übrige Zeit mal lochen sie sich zu Tode. Ich sag's ja immer, der Wohlstand ist in falschen Händen. Unser einer hat's Geld nicht dazu. Und die, die's Geld haben, die haben keine Zeit, um es richtig zu nutzen. So, ich hab noch Brot dabei. Hey, da schau her. Ja, mit dir kann man direkt was anfangen. Wo kommst du eigentlich her? Was? Ja, wo herkommst du? Ah, wo ich herkomme? Ja. Ja. Ich komme aus Böblingen. Böblingen, ja, kenn ich ja. Und wo soll es hingehen? Wohin? Mhm. Ja, in Süden, da wo die Sonne scheint. Ja. Die Suppe ist gut. Ja, natürlich ist sie gut. Die Zutaten sind ja von mir. Die Kräuter habe ich alle höchstpersönlich im Wald gesammelt. Wetten, dass die, die die Hütten kehrt, dass die alles bloß aus der Dose fressen, so wie es gerade kommt. Ja, ja, das ist wahr. Ja. Ich meine, wahrscheinlich essen sie aus der Dose. Mhm. Hast du auch schon mal bessere Tage gesehen, ja? Warum? Na, die Uhr zum Beispiel. Wahrscheinlich Imitation. Ja, natürlich. Aber überhaupt, deine Hände sehr gepflegt. Ja, ja. Na, sowas verliert sie nicht. Gar nicht so lange her, dass du ausgestinkt bist. Ja? Nein, nein, ist noch nicht lange her. Ja, ich will sie nicht ausfahren. Ich war einmal Hotelier. Ah, nein. Im Bayerischen Wald. Hm. Ja, dann ist meine Frau mit dem Oberkellner durchgegangen. Hab ich keine Lust mehr gehabt. Bin ich ausgestiegen. Ne? So. Jetzt kannst du noch gleich abspülen. Ja, gut. Und danach? Das heißt Kartoffeln, ganz junge, frische, gestern Abend erst geerntet. Ich könnte drei Wald-Erdbeeren sammeln. In Ordnung. Ah, da schau her, jetzt hat das Ringen aufgehört. Sag einmal, was du schon öfter da? Nein, warum? Weil du auf Anhieb das richtige Fach gefunden hast. Ach so. Und das war reiner Zufall. Ach so. Was machst denn da? Gib weiter, so geht das nicht. Na, komm, gib her. Jetzt sag dir das. Es geht ganz anders. Schau her. Ja. Ganz dünn abschneiden. Nicht so dick. Ist doch schade ums gute Sache, da schau her. Das machst du jetzt weiter. Das ist gut. Wirst du schon lernen? Ja, ja, ich muss noch viel lernen. Ja. Was? So was habe ich echt noch nicht erlebt. Spielst mir vor, dass du in Scheidung lebst und triffst dich zum gemütlichen Kaffeeklatsch. Ach, deine Frau hat auch was gemerkt. Du schaust mich an wie das leibhaftige, schlechte Gewissen und behauptest, zur Theke vorzuschauen, wo dein Cognac bleibt. Das ist doch der Gipfel der Verlogenheit. Und mich fragst du dann auch noch, warum ich mit dem Volk... Was redest du denn da? Meine Frau hat sich ganz plötzlich angesagt. Sie war mit den Kindern auf der Durchreise. Ja? Doch, wir mussten wichtige Sachen besprechen. Wegen der Scheidung. Kostenprobleme, Haushaltsauflösung, was weiß ich. Sollen wir denn da mit Messern aufeinander losgehen, wenn wir das besprechen? Kann denn ein Ehepaar nicht auch in Freundschaft und Frieden auseinandergehen? Hm?
Ist das meine Nachfolgerin? Hm? Bitte? Fängst du schon an, mich zu betrügen, wenn ich noch da bin? Carla, das ist eine Laborantin bei uns. Wir hatten dienstlich miteinander zu sprechen. Ja? So? In dem Ton? Sie hat etwas falsch gemacht, ich musste sie rügen. Also wirklich, Carla, so was du denken kannst. Das wäre nämlich eine entsetzliche Enttäuschung für mich. Ich lasse mich nicht so schnell mit einem Mann an, dem ich nicht hundertprozentig vertrauen kann. Und wenn du jetzt schon eine andere hättest, wie soll denn das erst werden, wenn ich wieder in Braunschweig bin? Carla, hör bitte auf zu heulen, ja? Muss doch nicht gleich jeder sehen, dass du und ich... Nein, warum denn nicht? Weil ich jetzt im Dienst bin. Also bitte, also tu mir einen Gefallen und geh auf dein Zimmer, ja? Komm. Komm her. Wir sehen uns heute Abend. Gut, dann mach ich's noch. So, alles in Ordnung. So, und jetzt weißt du, wie du dich zu benehmen hast, wenn du mal ohne mich da bist. Ja, ja, das weiß ich. Ja. Wo gehst du denn jetzt hin? Darauf. Adonav. Ja. Ja, also ich gehe jetzt in die Richtung. Aha. Also machst du es gut. Vielleicht sehen wir uns wieder mal. Ja, ja, vielleicht. Ja. Und vielen Dank, ich habe viel von dir gelernt. Ja, ja, nichts zu danken. Aber ein bisschen selbstständiger musst du schon werden, sonst gehst du vor die Hund. Nicht einmal Kartoffelschein kannst. Also dann. Den Alten lassen Sie bitte weg, ja, Oberschwester? So, habe ich das doch nicht gemeint. Ich meine ja nur, der Herr Breken. Ich will nichts gegen ihn sagen. Sie sind ja wieder da. Gott sei Dank. Am liebsten würde ich Sie umarmen. Ah ja? Ja, wissen Sie, den Breken kann man ja nichts recht machen. Glauben Sie, der lacht mal oder lobt einen oder... Nee. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Professor. Morgen, Herr Kollege. Morgen. Zu meiner Freude höre ich, dass Sie wieder einsatzfähig sind. Ja, Römer wird es Ihnen bestätigen. Herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns, dass Sie wieder da sind. Dankeschön. Tag, Schwester Ecke. Das geht natürlich nicht gegen Sie. Sehe ich Sie noch? Ja, natürlich. Herr Professor Breken. Tag, Herr Römer. Herzlich willkommen. Na, die frohe Botschaft hat sich ja wie ein Lauffeuer verbreitet. Ja, wir sehen es ja noch. Ja, natürlich sehen wir uns. Wann sehe ich dich dann noch? Stimmt. Der Mann ist glücklich verheiratet. Gehen wir. Wie war die Wanderung? Du, wunderbar. Ich muss dir viel erzählen. Von der Wanderung, nicht von Amerika? Wieso? Natürlich auch von Amerika, aber besonders von der Hütte. Wir hatten einen Gast. Ah, einen weiblichen? Nein, einen männlichen. Du, pass auf. Claudia ist erkältet und kann ich auf Benjamin aufpassen. Und Frau Michaelis hat Besorgung zu machen. Ich fahr schnell nach Hause. Kommst du dann auch, Pat? Ja. Will nur noch zu Breken. Okay. Und lassen Sie den Bericht so schnell wie möglich abtippen. Die Verwaltung will so etwas ja immer schriftlich. Römer. Ihr Befund. Ah ja. Ist ja hervorragend. Nee. Nehmen Sie auch Platz. Dankeschön. Falls ich Ihnen in Ihrem Zimmer überhaupt Platz anbieten darf. Ich hoffe, Sie bieten mir mal Platz an, wenn ich zu Besuch aufkreuze. Sie wollen so bald wie möglich weg, nicht? Ja, ja, wie das so ist. Werde gebraucht in Tübingen. Und Sie hier, wenn ich das richtig sehe. Wenn wir morgen die Übergabe abwickeln könnten. Ja, an mir soll es nicht liegen. Darf ich Sie kurz mit einem Ärgernis konfrontieren? Ja, was ist denn? Ihre Frau wird Ihnen ja sicher davon berichtet haben, schon vor ein paar Wochen, ehe Sie nach Amerika flogen. Der schlecht verheilte Knochenbruch der Patientin Schröder. Nein, hat sie nicht.
Das sieht aber übel aus. Ich hätte damals nicht nageln sollen, was? Naja, das finde ich auch. Ihre Frau hat jedoch, sie hat diese Operationsmethode verteidigt. Und sie verteidigt. Es gab ein kleines Disput. Sie hat es Ihnen nicht erzählt? Nein, wirklich nicht. Die Entscheidung lässt sich im Nachhinein wirklich nicht rechtfertigen. Haben Sie nachoperiert? Nein. Ich wollte das eigentlich Ihnen überlassen. Tja, ich habe seit Monaten kein Skalpell in der Hand gehabt und wenn es nicht so ganz einfach ist, wie Sie vollkommen richtig sagen, dann sind Sie sicher der bessere Mann. Na, Sie haben auf diesem Gebiet große Erfolge. Ich nicht, noch nicht. Aber ich kann ja assistieren. Dann stehen wir einmal gemeinsam am Operationstisch. Einverstanden. Wiedersehen. Wiedersehen. Diese Platte liebst du wohl besonders, hm? Ist doch hübsch, ne? Mhm. Sehr schön. Du, ich muss dir was erzählen. Ja. Als ich in die Hütte kam, weißt du, wer da war? Ein Landstreicher. Nein. Ja. Ja, der hielt mich auch für einen Landstreicher. Der muss blind gewesen sein. Hast du ihn an die Luft gesetzt? Nee, gar nicht. Ich habe das Spiel mitgemacht. Da hat er mir gezeigt, was man als Landstreicher alles können muss. Was man können muss? Ja, was man können muss. Nur zum Beispiel eine Suppe besser machen mit Kräutern aus dem Wald oder Kartoffeln schälen. Oder ja, das hätte ich dir auch zeigen können. Ja, warum hast du nicht? Ja. Oder wie man lebt, eben als Landstreicher. Klingt schön. Ich hole uns eine Flasche Wein. Mhm. Eine gute. Ja. Besonders feines, du. So. Und nun erzähl. Was soll ich dir sagen? Dieser Typ war auf der Durchreise. Nein, von Amerika. Ach. Von der letzten Woche. Na, das kann man gar nicht erzählen. Das muss man erlebt haben. Das kann man nicht erzählen. Wirklich nicht. Entschuldige. Ja, Brinkmann? Ja, oder was ist los? Aha. Nein, nein, sie soll sich keine Gedanken machen. Du auch nicht. Wir kommen schon ohne sie klar. Ist gut. Gute Besserung. Claudia hat eine schwere Infektion eingefangen. Wir müssen ein paar Tage ohne sie auskommen. Ja, ja, sicher. Was ist denn? Fühlst du dich auch nicht gut? Doch, doch, doch. Ich bin nur ein bisschen müde. Ich gehe schlafen. Herr Doktor, Sie nützen meine Notlage aus. Natürlich. Was dachten Sie denn? Ich werde die ganze Nacht über in Ihrem Bett bleiben. Sei nicht albern. Du steckst dich noch an. Na, wenn schon.
Dann haben wir endlich die Möglichkeit, so lange im Bett liegen zu bleiben, wie wir wollen. Na? Die haben ja ganz kalte Füße. Ich mach dir eine Wärmflasche. Udo? Ja? Komm mal her. Ich liebe dich. Weißt du was? Hm? Ich spiele jetzt die Wärmflasche. Sag mal, bist du es oder bist du es nicht? Dann war das wohl auch deine Hütte. Ach du Scheiße. Aber ausgesehen hast, haben sie, naja, selber schuld, reingefallen halt. Dann danke ich dir halt. Danke Ihnen für alles. Aber die Klinik kann ich Ihnen nicht empfehlen, falls Sie krank sind. Ich bin nicht krank. Ich bin der Chef hier. Oh, toll, ich sehe nicht. Ja, mich haben Sie halt rausgeschmissen. Ich habe keinen Schein. Ich soll auf Sozialamt gehen. Mit dem Haxen. Zeig mal her. Ja! Komm mit. So, vorsichtig. Geht's? Wie ist es gewesen? Sie haben mich rausgeschmissen. Guten Morgen, Oberschwester. Guten Morgen, Herr Professor. Also, wenn Sie mich so vorwurfsvoll ansehen, es war nicht meine Entscheidung. Ich habe bei Herrn Mühlmann nachgefragt und... Guten Morgen, Herr Mühlmann. Herr Professor. Sagen Sie mal, wie soll denn dieser Mann mit dieser Knöchelschwellung zum Sozialamt? Das muss doch gereinigt werden, oder? Ja, das war nicht meine Entscheidung. So, wessen denn? Na, Ihre. Meine, wieso meine? Na ja, das habe ich sogar schriftlich. Nachdem wir schon einmal so einen auf der Station hatten, der nicht zahlen konnte, da haben Sie... Als der Kerl das Weite suchte, statt ihr Holz zu hacken, die eindeutige Anweisung gegeben, dass immer zuerst der Kostenträger zu ermitteln ist. Und zwar ausnahmslos. Anweisungen werden getroffen, um revidiert zu werden, nicht? Im Parlament gibt's auch alle naslang Gesetzesänderungen. Da wollen wir doch nicht zurückstehen, oder? Aber, Herr Professor, Sie sind noch nicht wieder offiziell im Dienst. Also können Sie weder etwas anordnen, noch revidieren. Also gut, dann übernehme ich die Kosten selbst. Na gut. Boris und ich, wir sind nämlich alte Freunde, nicht? Ja, ja, wir sind alte Freunde. Der hat mir das Kartoffelscheren beigebracht. Aha. Also, Oberschwester, seien Sie so nett und nehmen Sie sich des Patienten an, ja? Aber ja, selbstverständlich. Bis bald, du. So, jetzt ja, wir müssen schon ein bisschen näher hergehen. Ja, so geht es mal. Ja. Sie sehen, dass der Bruch nicht verheilt ist, wie vermutet. Aber wir haben ja Spongiosa. Die Schwierigkeit ist nur, Druck auf die Fraktur zu bringen. Sonst nützt auch die Spongiosa nicht sehr viel. Aber die Chancen stehen ja sehr gut. Ich habe Schwierigkeiten mit meinem Blutdruck.
in Ordnung. Aber nicht die Spongiose. Nehmen, bitte. Der Chef als Lehrling. Gratuliere. Ja, ich gratuliere Ihnen auch. Haben Sie das gehört vorhin? Nein, was denn? Der Chef als Lehrling. Ah ja? Ist doch gut, nicht, oder? Übrigens, Schübel ist ja exzellent. Ja, ja, das finde ich auch. Liebe Kollegen, zu Beginn unserer Arbeitsbesprechung ist es mir ein großes Vergnügen, Herrn Professor Breken zu verabschieden. Und ihm sehr herzlich zu danken. Das weitaus größere Vergnügen allerdings wäre es für mich, wenn er bliebe bei uns. Als Oberarzt. Als solchen würde ich Sie natürlich auch gern mit nach Tübingen nehmen. Jetzt gehen Sie sich gegenseitig um den Bart. Aber das weitaus größte Vergnügen ist es natürlich für mich, dass ich heute meine Arbeit wieder aufnehmen kann. Ich hoffe, es ist für Sie auch ein Vergnügen. Und jetzt noch ein paar Worte zu der Operation, an der einige von Ihnen heute teilgenommen haben. Sie wurde notwendig, weil wir bei dem Patienten, der im vorigen Jahr nach einem Arbeitsunfall bei uns stationär behandelt wurde, eine Verplattung durchgeführt haben. Wir hatten unsere Gründe dafür, aber die haben sich als falsch erwiesen. Ist daran etwas bemerkenswert, wenn ein Arzt zugibt, einen Fehler begangen zu haben? Alle Ärzte begehen irgendwann einmal Fehler, reparable oder folgenschwere, auch ich. Fehler verschweigt jeder gern. Aber vielleicht sollten wir versuchsweise einmal gegen diese Untugend angehen. Ich jedenfalls habe heute damit angefangen. Und unter der Leitung von Herrn Professor Breken ist es heute gelungen, diesen Fehler wieder gut zu machen. Ich war also sozusagen ein Lehrling. Ich möchte dieses sicherlich nicht sehr freundlich gemeinte Wort, das während der Operation fiel, aufgreifen und ins Positive verwandeln. Ein Chirurg, der nicht willens ist, sich auf diesem oder jenem Gebiet immer wieder als Lehrling zu betrachten, sollte den Beruf wechseln. Es gibt ständig Neues zu lernen. So, und damit das nicht in einen Vortag ausartet, mache ich jetzt Schluss. Danke, lieber Kollege, und alles Gute. Mhm. Danke. Oh, hier ist was. Oh, was ist denn das? Oh, toll. Kann ich nicht selbst sein. Haben Sie das selbst? Ja, machen Sie das. Kleinen gepflegten Händen. Ja, Frau Doktor, hier ist jemand, der Sie dringend sprechen möchte. Ja, kommen Sie. Ja, na sicher, muss ja. 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 Tja, bitte, was die Verwaltung so alles bezahlt. Aber es ist sehr lecker. Sieht sehr gut aus. Hat die meist sehr gut. Elke! Ja? Wo ist denn der Boris? Wer bitte? So ein Alter mit Bart und Hut und Rucksack und so. Ah! Also entweder der ist in der Ambulanz oder beim Röntgen oder in Zimmer 23. Gut, danke schön. Na, Boris, verarztet? Ja, ein paar Tage wird's noch dauern, hat so ein Trutscherl in Weiß gesagt, bis sie wieder in die Schule kommen. Ach so. Mhm. Na gut. Sag mal, wie ist das eigentlich passiert? Gestolpert über eine Baumwurzel. Übrigens, was ich noch sagen wollte, das nehme ich natürlich alles zurück. Was? Na, meine Bemerkungen über die Besitzer von der Hütten. Pickfeine Pinkel und so, und dass der Wohlstand in falschen Händen ist und dass du, entschuldige, dass sie für alles zu deppert sind und, Naja, du, ich muss dir sagen, so ganz aus der Luft gegriffen war das ja nicht, ne? Hattest ja recht, denk ans Kartoffelschälen. Na ja, vielleicht. Aber ich habe sie doch beklaut. Ich wünsche dir alles Gute, Christa. Schreibst du mir mal? Was soll ich denn schreiben? Christa, ich liebe dich. Tust du das denn noch immer? Ich bin ein hoffnungsloser Fall.
küsst du mich zum Abschied. Oder? Entschuldige, ich habe nicht zugehört. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ich habe mich an Sachen vergriffen, die Ihnen gehören. Dafür hast du mir ja Walderdbeeren geschenkt, nicht? Das gleicht sich aus. Das gleicht sich auch aus.